Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. Ja, in der letzten Folge haben wir unsere Seemod ein kleines bisschen erweitert. Und zwar haben wir Kofferraummodule eingebaut. Und ja, wir haben schon das erste Kofferraummodul auch voll gemacht mit Materialien. Wir gehen jetzt gerade einmal zurück, geben die Materialien, die wir momentan haben, ab. Und zwar hier haben wir das Kofferraummodul. Schön ist, dass man die auch vom Dock aus letztendlich öffnen kann. So, haben Quarz, werden uns daraus jetzt erstmal Glas herstellen. Und dann können wir nämlich unsere Seemotte erweitern auf Tiefenmodulstufe 1 und vielleicht schon Tiefenmodulstufe 2 sogar. Dann müssten wir nämlich in der Lage sein, viel tiefer damit zu tauchen und können uns das eine oder andere Wrack besser ansehen auf jeden Fall. So, das müsste eigentlich reichen. Lithium sollte ich, glaube ich, sogar dabei haben. So, an den Fabrikator. Ah, Titan. Titan waren wieder wichtig, wieder irgendwas Wichtiges vergessen. Wie immer. So, einen Titan waren bitte herstellen. So, die Firma dankt. Dann werden wir das Ganze jetzt einmal einbauen. So, jetzt muss. Jetzt geht's. Es läuft. So, sehr schön. So, das müssen wir, glaube ich, auch hier reinsetzen. Jupp. Auf 300 Metern, sehr schön, können wir das ganze Ding denn nochmal, beziehungsweise ich wollte ja eigentlich den Scannerraum mal erweitern. Und zwar, da hier nicht, hier. Beschleunigungsmodul, erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit der Scannerraumeinrichtung. Reichweitenmodul, Magnetit brauche ich. Und Magnet, nee, ich brauche Magnetit dafür. Aber wir können zumindest mal die Beschleunigung schon mal machen. So, dann können wir nämlich die hier einsetzen, dann arbeitet der Ganze ein bisschen schneller. So. Okay, dann machen wir erstmal schnell unsere Seemotte komplett leer. Dann werden wir einen kleinen Ausflug unternehmen, höchstwahrscheinlich mit ihr. So, ich habe jetzt auch wieder Rubin mittlerweile eingesammelt, ein neuer Werkstoff letztendlich. Haben wir denn noch Platz? Nee, ich brauche erst einen neuen Schrank sogar. Wir müssen neue Schränke bauen. Machen wir doch hier noch welche hin. So. Müsste passen. Schreiben wir hier Rubin. Rubin. 1, 2. Dann haben wir hier Silber, Titan. Halt. Na, wirst du wohl. Kommst du her. So, ist das alles Kupfer? Oh, tatsächlich. Relativ viel Kupfer eingesammelt. War jetzt keine Beschwerde. Das ist eher Freude. So, für Diamanten haben wir, glaube ich, auch noch nichts. Ja, Diamanten fehlt uns auch noch der Schrank. Da ist gerade wieder zwei Titanen rausnehmen. Wieso habe ich denn eigentlich einen Feuerlöscher mit mir rum? Ich schleppe schon die ganze Zeit einen Feuerlöscher mit mir rum. Den braucht kein Mensch. So, relativ. Oh, der ist sogar mal auf Höhe gebaut. Ich bin begeistert. Sogar auf Höhe gebaut. Diamant. 1, 2. So, und der Feuerlöscher, den packen wir hier mit rein. So, dann müssen wir einmal schauen. Und zwar, wir müssen uns einmal langsam aber sicher die Schubkanone bauen. So, die Boje haben wir ausgesetzt. Den Segleier haben wir bereits. Lichtstab brauchen wir nicht. Schubkanone, Kabelsatz, Batterie, Titan. Beziehungsweise Halt, Stopp. Wir können... Wo ist er denn? Die Batterieladestation, ganz wichtig. Ich habe ewig gebraucht, um sie zu finden. Und jetzt habe ich sie nicht mal gebaut, obwohl ich sie schon habe. So, Kabelsatz, Kupferdraht, Titan. Kupfer. Kabelsatz brauche ich auf jeden Fall Silber zweimal. So. Kupferdraht. Kabelsatz. Titan. Wir müssten, glaube ich, alles haben. Ne, Titan haben wir nicht. Jetzt haben wir auch Titan. So, und dann bauen wir die Ladestation. Bauen wir... Wo bauen wir denn die hin? Bauen wir am besten hier hin. Mitten rein. Dann können wir nämlich da Batterien, die wir haben, wieder aufladen. Dazu bauen wir uns jetzt auch schnell noch die eine oder andere Batterie, solange wir noch ein bisschen Kupfer übrig haben. Weil ein bisschen Kupfer ist gut. Eigentlich fast gar nichts. Aber Gott sei Dank nur ein Kupfer. Dann kann ich zwei Batterien herstellen. Halt. Ein Säurepilz zu wenig eingesammelt. So. Dann können wir nämlich einmal unsere Batterien wechseln.
So, dann haben wir hier 100%ige. Dann laden wir erstmal die auf, die wir nicht haben. Und zwar muss man die einfach hier reinziehen. Die werden dann automatisch mit der Energie der Basis aufgeladen. Natürlich soll die Basis über relativ viel Energie versorgen. Oder sollte die Basis relativ viel Energie haben. Denn sonst haben wir irgendwann das Problem, dass man ohne Sauerstoff dasteht. Und das ist extrem doof. So, der hat 44, okay. Haben wir denn noch irgendwas, was wir bauen könnten? Medikit-Fabrikator wäre eigentlich auch ganz sinnvoll. Fasergewebe, Silbererz, Computerchip. So, das Zeug ist Deko, das brauchen wir nicht. Hier haben wir alles gebaut. Das haben wir auch soweit gebaut. Höhle verstärken müssen wir auf jeden Fall nochmal, bevor wir irgendwie weiterbauen. Momentan geht's aber noch. So, unsere Pflanzen wachsen hier. Können wir uns das schon mal reinziehen? Wasser kriege ich auch von denen hier. Okay. Dann hören wir uns doch nochmal eine Kommunikationsnachricht an. Wir haben ja noch einige im Petto letztendlich. This is Lifepod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. Na, das klingt nicht zuversichtlich. Signal location uploaded to PDA. Aber bitte gehen Sie nicht ohne uns nach Hause. Ernsthaft, Rettungskapsel 3, okay. Wir haben eine neue Rettungskapsel, die können wir eigentlich auch mal mitnehmen. Und zwar, wir werden uns das Ganze einmal anschauen, wo ist denn Rettungskapsel 3? Tagasi-Basis auf 250 Metern, da können wir jetzt hin, da wir das Tiefmodul gebaut haben für unsere Seemotte, können wir eigentlich einen Ausflug dahin machen. Pastal, Magnetit, wir brauchen ganz dringend Magnetit, es hilft alles nichts. Wir kommen ohne Magnetit nicht mehr wirklich weiter. Oh, es geht relativ zügig mit den Batterien. Geht echt zügig. Können wir die eigentlich schon mal rausnehmen, werden hier unseren auswechseln und packen die kleine Batterie hier rein. Gut. Dann machen wir uns doch auf zur geplanten Tagasi-Basis, würde ich sagen. Und zwar müsste hier irgendwo in der Nähe, müsste jetzt ein Eingang sein, der nach unten führt. So, sie ist hier, sie ist relativ weit unten, aber hier gibt es irgendwo ein Höhlensystem. Das wurde uns ja gesagt, als wir unsere Basis hier hingebaut haben, dass in der Nähe irgendwo ein Eingang zu einem Höhlensystem ist. Muss hier irgendwo sein. Mal in jede Spalte schauen, ob wir irgendwo das Höhlensystem finden. Denn waren wir eigentlich auch noch nie. Hier waren wir noch nie. Können wir eigentlich auch mal hin? Planänderung. Wir machen uns erstmal hier die Taschen voll, in der Hoffnung, dass ich hier irgendwo Magnetit herkriege. Ah, das sind alles nur Metallschrottteile. Kisten. Lädt hier irgendwas nicht richtig nach? Weil das Gebiet sieht ehrlich gesagt wirklich extrem leer aus. Und so leer ist selten. Medikits, 2 Stück. So, da ist eine normale Ablagerung. Da sind diese Fische, die das Zeug hin und her schleppen und mich angreifen. Und mein Schiff angreifen. Lässt du mein Schiff in Ruhe? Böses Seeungeheuer. Ganz böses. So, Metallschrott, Metallschrott, Metallschrott. Okay. Quarz. Halt mir für Quarz an? Nee, nicht wirklich. Gut, für die Kupfer muss ich mittlerweile leider jetzt auch wieder anhalten. Hilft nämlich alles nichts. Wir haben alles Kupfer jetzt aufgebraucht. So, Diamant ist eigentlich das, was ich momentan am wenigsten brauche. Magnetit wäre extrem genial. Ja, wir starten jetzt erstmal hier eine kleine Loot-Tour. Wieso ist denn hier wirklich komplett tote Hose in dem Gebiet? Nicht, dass jetzt irgendwie ein riesen Seeungeheuer mich gleich anspringt von hinten. Dann kriege ich Panik. Und wir sind auf... Oh! Ah! Wir sind in der Nähe der Aurora. Deswegen ist hier auch alles kaputt. In der Nähe der Aurora befindet sich ein Seemonster. Und zwar ein sehr, sehr großes Seemonster. Dem möchte ich ungern begegnen. Solange ich nicht irgendwie ein Abwehr gegen das Ding habe. Weil man kann ja letztendlich seine Seemotte ausrüsten mit einem Abwehrmodul. Und das bräuchte ich erst ganz dringend.
Aber wir können mal zu der Stelle zurück, wo wir vor 2 Folgen, glaube ich, waren. Hier unten. Denn da war ein Schiffswrack und die Chance auf Magnetit. Denn hier gab es zumindest Rubin. Wenn es Rubin gibt, muss es auch Magnetit irgendwo geben. Allerdings ist natürlich das Biom hier um einiges gefährlicher als das weiter oben. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Da ist auf jeden Fall schon mal das Schiffswrack. Ja, und das eine oder andere Höhlensystem. Hier irgendwas Sinnvolles. Uah, außenrum, das war ich selbst. Na gut, ich sollte mein Schiff natürlich nicht selbst beschädigen. Das ist immer eine ganz doofe Idee. So, wo komme ich denn da rein am besten? Da schon mal nicht. Ach, nee. Sieht nicht wirklich nach dem Eingang aus. Da ist zu. Da ist zu, da ist zu. Wie sieht es hier aus? Da ist offen. Dann parken wir einmal hier. So, da haben wir Wasser. Sehr schön. Okay, wir haben eine Tür, die wir nicht aufkriegen. Wir haben eine Bank, das kennen wir bereits. Diese Pflanzentöpfe kennen wir auch bereits. Da ist eine Tür. Dann machen wir nochmal die Tür auf. Oha, leichte Orientierungsprobleme. Da müssen wir schweißen. Aber ich verliere hier leider extrem viel Sauerstoff, weil wir eben bereits auf fast 200 Metern sind. Muss jetzt schauen, dass sie hier gleich wieder rauskommen. Und dass meine Seemorde vor allem nicht drauf geht. Weil wenn die Haie die Seemorde angreifen, kann das wirklich sein, dass sie einfach mal kaputt geht. Dann war es das mit meiner Seemorde und allem, was... Oh, 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 oh. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Wieso lässt er eigentlich immer die Klappe offen? Da geht auch Wasser rein. So, wir sind schon auf 92% bei der Seemorde. Geht noch. Ist allerdings nicht optimal. So. Okay. Wir haben hier eine Kiste mit Wasser drin. Hier ist nichts. Wo ist die Tür, die wir aufgeschweißt haben? Da. PDA. Oh, eine Datenbox. Zyklops-Scanner-Modul. Zyklops-Sonar. Sehr nice. Ein PDA. Nein, wirst du wohl. Die Charter. Integrating new PDA data. So, ein Kommando, ein Lichtstabfragment. Ich muss gleich hier wieder raus. Batterie. Da ist eine Tür. Ne, das war's. Okay, wir können hier raus, hier raus. Ich darf hier nur nicht die Orientierung verlieren, dann ist alles okay. Da ist noch ein Luftschacht. Okay, wir müssen uns die Luftschacht anschauen. Allerdings, bevor wir das tun, schauen wir uns mal die Charter. Ah, da ist leider nichts zum Abschied mit denen dabei. Boah, das werden wir uns jetzt leider nicht alles durchlesen. Ich finde es leider immer ein bisschen langweilig, wenn ich das Ganze... Ich könnte es jetzt vorlesen, schön und gut. Das würde jetzt das Let's Play unglaublich schön in die Länge strecken. Wenn das denn mein Plan wäre. Allerdings ist das nicht mein Plan. Ich möchte letztendlich möglichst viel zeigen. Und da finde ich immer dieses Vorlesen... Ich befasse mich selber gern irgendwann mal mit der Story. Aber... Boah, im Moment nicht. Du Scheiße. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Und nicht dein Ernst, oder? Nee, hier waren wir schon. Nee, hier waren wir nicht. Scheiße. Ist aber auch nichts zum Scannen. Ach du heiliger Mist. Oha. Ich hoffe, ich komme hier wieder halbwegs raus. Da lang. Da lang. Da lang. Da nicht lang. Haben wir schon das Problem. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Oh Gottes Willen. Da raus. Da raus. Boah. Ja, das sind nämlich die Frackteile, wo man gerne mal drin hängen bleibt. Das war jetzt... Boah, das war Glück. Gott sei Dank. Okay,
Wir schauen mal in der Umgebung, ob wir vielleicht hier noch irgendwas finden. Boah, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so zuversichtlich, dass wir hier noch irgendwas Sinnvolles erstmal finden werden. Bräuchte nach wie vor Magnetit. Irgendwo. Wie sind nur diese normalen Ablagerungen, die bringen halt nichts, außer Silbererz beispielsweise. Das heißt, ich muss noch ein ganzes Stück tiefer dafür. Alles nur die normalen Ablagerungen. Da liegt ein bisschen Metallschrott, das ist auch nicht wirklich hilfreich. Boah. Chrom ist für meine Seemode auch sehr gefährlich. Da muss ich aufpassen. Ah, ja. 59%. 59%. Ach du Scheiße. So, wir haben eine neue Kommunikations... Boah, wie viele von diesen Elektro-Dingern hier sind. Ach du Mist. Ich würde jetzt gerne aussteigen und, meinen Zyklop reparieren. Ich habe allerdings das Gefühl, dass wenn ich aussteige, ich tot bin. Hier kann ich doch mal aussteigen, oder? Ich müsste dringend reparieren. Ah! 40, 50, 70, 80. Das wird gleich den nächsten Angriff fliegen. Oder. Geh weg! Ich tu dir nichts, tu mir nichts. Ich habe null Ahnung, wo ich mich momentan aufhalte. So, nächste Kommunikationsnachricht. Scheint wichtig zu sein. Überall ist es Aluminium, aber nicht. Kein einziges Magnetit. Das ist ein bisschen nervig. So, wir sind auf 150 Metern. Und ich habe null Ahnung, wo ich mich momentan befinde. ...250 Meter. Da ist eins dieser Wirbel. Die können wir mal scannen. Fremde Ventilatoröffnung. Oder Ventilationsöffnung. Da haben wir geparkt. Welcome aboard, Captain. Ah, Reaper. Der erste Reaper. Die lassen wir momentan noch in Ruhe. Oh, was wir ganz dringend mal machen müssen. Ich habe es schon wieder komplett verdrängt und vergessen. Wir müssen uns mal selbst... Magnetit! Magnetit! Sogar eine ganze Menge Magnetit. Ah, komm her. Magnetit. Lithium. Ein Magnetit, zwei Magnetit. Sehr schön. Boah, das ist eigentlich erstmal alles, was ich brauche. Denn uns wurde ja gesagt, ich habe es leider schon wieder... Ich habe es wirklich komplett vergessen mal wieder. Wir sollen uns dringend mal selbst scannen, weil wir wahrscheinlich mittlerweile infiziert sind. Okay, zweimal Magnetit reicht mir, ehrlich gesagt. Und diese Geräusche. Und diese absolute Dunkelheit macht mich fertig. Okay, wir gehen auf jeden Fall mal zurück zur Richtung Basis. Ich habe zweimal Magnetit, alles was ich wollte. Wow, Reaper! Lauf! Ach du heilige Scheiße, ich bin bei der Insel. Ich habe nichts, womit ich mich dagegen wehren könnte. Wow! Das war knapp. Ich glaube, er ist hinter uns her. Ja, das war übrigens ein Reaper. Boah, bitte lass mich in Ruhe. Ich habe Magnetit gefunden. Ich bin nur noch hier weg. Schnellstmöglich. Boah, da kriegt man immer einen Schreck bei dem Viech. Das ist der Wahnsinn. Boah, okay.
Gut, wir machen es folgendermaßen. Und zwar, für diese Folge war es das Ganze erstmal wieder. Ich mache mir jetzt einmal auf dem Rückweg. Wir werden dann in der Basis, wenn wir angekommen sind, werden wir einmal unser Tiefenmodul vielleicht erweitern. Wir werden den Scannerraum erweitern und so weiter und so fort mit dem Magnetit, was wir haben. Zwei Magnetit müssten mir eigentlich reichen, glaube ich. Für die Module, die ich bauen wollte. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn jemand gefällt mir da lasst. Wenn ihr mir eine Nachricht da lasst, also schreibt mir ruhig einen kleinen Kommentar. Würde mich darüber freuen. Oder wenn ihr mir ein Abo da lasst. Ich sage, macht's gut, bis zur nächsten Folge bei Subnautica.